Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer ganz neuen Ausgabe. Und wenn ich so zurückdenke, vor 3 Monaten etwa, da waren wir noch in der Sonne mit ihr, mit unserer Frau Signori. Und da hat sie natürlich schon angekündigt, im Sommer, Spätsommer, da kommt was Neues. Und es ist auch was Neues da, nämlich das brandneue Album Leben. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Sin. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich bin hier gerade in einem Hotel. Nicht, dass ihr euch da wundert. Ich bin in einem Hotel. Ich hoffe, ihr hört jetzt die Salonmusik nicht noch. Es könnte auch sein, dass noch irgendein Gast vorbeikommt und auch noch Hallo sagt. Also es ist alles möglich. Alles möglich, genau. Also hier haben wir die CD Leben, ganz neues Album. Schön. Guck, ich habe sie auch da. Ja, ist ja lustig. Sehr schön. Sehr schön. Nein, aber so sieht man sie besser dann noch. Du machst es ja komplett professionell. Ich hätte es jetzt einfach nur in die Kamera gehalten. Siehst du? Unglaublich. Du, hier, wir können alles machen. Genau. Ja, wenn man so sieht, Palma de Mallorca, ich weiß nicht, hast du es die Woche gesehen zufällig? Da war ja auch Land unter. Stürmisch, regnerisch. Es war Land unter. Ja, definitiv. Also es geht natürlich auf der Welt schon sehr wild zu und her im Moment. Also das muss man ja sagen. Also wir hatten in der Schweiz heiß ohne Ende, kein Wasser. Die Pflanzen haben echt gelitten, bis 40 Grad hatten wir. Und jetzt kommt natürlich die große Regenperiode. Also Wasser brauchen wir ja dringend. Aber das nicht in solchen Mengen, genau. Aber nicht in solchen Mengen. Aber man muss halt auch da sagen, zum Teil sind wir halt auch selber schuld, gell? So ist es, so ist es. Aber jetzt kommen wir mal auf dein Album zu sprechen. Deswegen sind sehr wir gerne. Ganz kurz zusammen, denn ich weiß, du bist mitten auf Promotion-Tour. Düsseldorf, Stuttgart, München, also rundum. 15 neue Titel wieder drauf, gell? Erzähl mal ein bisschen, was macht das neue Album wieder besonders? Oh, es macht es besonders, weil es zu meinem 25-jährigen Bühnenjubiläum ist. Dann macht es besonders, es ist das erste Cover hier, guck mal, wo ich nicht lache. Ich bin wirklich, das sieht man ja, das spiegelt ja ohne Ende. Jetzt, genau, so sieht es besser aus, richtig. Total bewusst, sehr bei mir, sehr geerdet. Es ist also wirklich ein Cover, wo aus dem Leben ist. Man ist ja irgendwie viel mehr bei sich angekommen, wenn man so 46 ist langsam. Es geht natürlich immer noch viel mehr. Es sind Lieder aus dem Leben drauf. Es hat quasi aus der hohen Zeit der Liebe, aber es gibt auch Liebe, also Lieder aus mit Schicksalsschlägen, mit tieferen Gründen, eben wie das Leben so spielt. Darum heißt das Album auch Leben, weil man eben auch weiß, mit 46, es sind jetzt nicht nur da rosarote Luftballons, sondern es gehört einfach dazu, dass man diese Höhenfluge hat und dass dann auch wieder mal eine tiefere, dunklere Zeit kommt. Das gehört einfach alles zum Leben dazu. Unsere Aufgabe, uns damit da irgendwie zu arrangieren, das irgendwie zu meistern, Erfahrungen zusammen und so. Leben heißt das Album auch, weil es sehr oft vorkommt, wie in meiner neuen Single, wenn es ein zweites Leben gibt. Da ist ja das Wort Leben auch schon wieder drin. 1000 Leben ist Leben drin. Und auch noch in vielen anderen Titeln ist da dieses Leben als Wort halt auch drin. Es sind 4 Duette drauf mit Ross Anthony, mit den Draufgängern, mit Art Garfunkel Jr. und mit Marc Pirche. Und was ist denn alles noch drauf? Es ist wirklich ein Mundart-Song drauf von Zamerstar und ein Bonustrack, ein Weihnachtstitel ist auch drauf. Gell, ich als Weihnachts-Junkie quasi liebe das natürlich. Von mir muss der Titel unbedingt drauf, weil den haben wir aufgenommen. Und der lag jetzt einfach so da und eine Weihnachts-CD gibt's ja jetzt im Moment von mir gerade nicht. Ja. Also habe ich mir gesagt, der kann drauf, auch wenn das Album im August kommt, das spielt keine Rolle. Die das nicht wollen, die können dann früh einfach ausschalten. Genau. Jetzt komme ich mal ganz kurz auf die Duettnummer drauf. Speziell Marc Pircher fällt mir gerade ein. Wer hat denn da die Initialidee gehabt, dass er ja zusammen singt? Von William Kamm. Ja, wir haben ja schon seit 15 Jahren, haben wir ja schon Weihnachten auf Gut Heiterbichl zusammen moderiert. Oder 15 Jahre haben wir das zusammen moderiert.
Und wir haben schon zwei Duette zusammen aufgenommen. Und da, weil wir Menschen sind, wunderschöne Ballade, so eine Gänsehautballade, da kam er auf mich zu. Du, Und es sei geht mal ruhig, darum. denn das lassen wir doch mal von ihm ganz kurz mal. Denn ich habe noch einen Gast hier. Guck. Peter! Servus, Jordi! Da ist er jetzt live oder ist er jetzt Der ist jetzt live. Nein, er ist Der ist live. live. Na, Pierch, ja, du siehst ja fantastisch aus. Was ist denn los? Ich habe vorhin gedacht, das sei irgendwie ein Versehen, weil ich kurz dich aufblinken sah. Ja, ich bin Nee. gerade auf dem Golfplatz zwischen Loch 7 und Loch 8 und mache eine Pause, um mit dir zu sprechen und um dir alles Gute für das neue Album zu wünschen. Ah, du bist ja ein Schatz. Vielen herzlichen Dank. Du bist ja auch im neuen Video drin. Hast du es schon gesehen von mir? Nein, habe ich nicht gesehen, Das musst du noch aber gucken. erzähl doch bitte mal die Geschichte, als ich mit dem Blumenstrauß 5 Stockwerke rauflief. Erzähl bitte diese Geschichte. Also erstens bin ich sehr geehrt, dass du dein Golfspiel unterbrichst, für mir alles Gute zu wünschen, weil ich weiß, wie wichtig das dir Golf ist. Er ist schon fast so weit, dass man denkt, okay, da ist ein Auto, da steigt ein Mann aus, aber zuerst kommt sein Golfbag. Und dann Das kommt stimmt. erst der Mensch. Das ist der Marc Pircher im Moment. Und als zweites, er hat wirklich zu meinem Geburtstag, also man muss sich vorstellen, Marc Pircher, wir haben 15 Jahre zusammengearbeitet, er ist ein Zillertaler, er weiß, wie man mit Geld umgeht. Er hat mich nie zu einem Kaffee eingeladen, oder? Was? Und Das stimmt dieses Jahr, überhaupt nicht. doch, und dieses Jahr, meine Damen und Herren, ist er tatsächlich 5 Stockwerke raufgerannt beim Hotel, weil er gedacht hat, ich wohne weiter unten. Und hat mir zu meinem Geburtstag einen Blumenstrauß gebracht bei der Musi. Wenn die Musi spielt, waren wir beide unterwegs. Er brauchte fast ein Sauerstoffzelt, aber es hat mich so gefreut. Ich habe also die Blumen mit nach Hause genommen und ich habe mich so drüber gefreut. Vielen Dank nochmal, Marc. Gerne. Das muss jetzt wieder reichen für die nächsten 15 Jahre. Na, ich finde auch, oder? Man kann nicht einfach immer so Geld ausgeben, also wirklich. Aber ich habe die Blumen wirklich, ich habe sie nur fotografiert, weil ich schon mir bewusst bin, dass wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre keine Blumen mehr kommen. Doch. Doch. Nein, du bist ein großartiger Kollege, du weißt das. Ich liebe dich und es ist alles wirklich immer lustig und toll mit dir und wir können uns eben auch solche Sachen sagen. Danke, danke. Genau, Alles Weihnachten auf Gute. Gut Eiterbichl war gerade auch so ein Stichwort. Da passiert ja mit euch beiden, glaube ich, gerade auch nichts mehr. Oder gibt es die Sendung überhaupt noch? Also von mir aus gerne wieder. Ja, also von mir auch. Ich meine, Tiere kommen immer gut im Fernsehen. Das waren einfach so herzzerreißende Stories. Es sind auch wichtige Geschichten, die wir da erzählt haben. Und von daher, also ich würde auch gerne wieder so eine Sendung machen, aber im Moment ist leider nichts geplant. Wird ja alles eingespart ein bisschen. Leider, Schade. leider, genau. Marc Kircher, jetzt ganz noch mal, ganz kurz nochmal, weil wir Menschen sind, was steckt für eine Botschaft hinter dem Titel? Also ich habe den Titel damals angeboten bekommen und habe mir gedacht, das macht nur Sinn, im Duett aufzunehmen, dieses Lied, weil es ja, es hat eine tiefgründige Botschaft und da wäre mir eben wichtig gewesen, das mit einer wunderbaren Sängerin zu machen und die Franzin ist einfach eine der besten Sängerinnen in unserer Branche und ich habe sie gefragt, sie hat den Titel angehört und hat eigentlich innerhalb von ein paar Minuten gesagt, das passt genau, das machen wir. Dann haben wir uns in der Schweiz im Studio getroffen, haben das aufgenommen und ich glaube, das Resultat kann sich hören lassen. Sehr schön. Nee, doch, als der Titel gefällt mir auch ganz gut. Ich muss auch Soweit. Werbung machen. Es ist ja auch auf seiner aktuellen CD drauf. Wir haben das jetzt Ja. auf beider CD drauf und er hat auch auf seiner aktuellen CD ist es ja auch drauf. Sehr gut. Richtig. Ja, gut, ich sage mal herzlichen Dank dem Marc, dass er spontan hier eingesprungen ist und die kleine Überraschung ist, glaube ich, gelungen, Frau Sien, oder? Die ist sehr gelungen und lieber Marc, ich wünsche dir so viele Hole in Ones. Gib Gas. Danke. Und dir alles Gute für die neue CD. Ciao, ciao. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Marc. Alles Gute. Ciao, Wir Marc. sprechen uns wieder. Genau. Bis Ja. dann. Ciao. So, jetzt bin ich wieder am Start. Ja, Das war also, jetzt lustig, ja. sowas kann man auch machen. Sehr schön. Ja, dann, liebe Frau Sien, ich weiß, wie gesagt, du musst gleich auf den Zug. Von daher ist, glaube ich, auch ganz gut, mit der Bahn unterwegs zu sein bei dem Wetter. Und die Autobahnen sind immer voller. Glaube, es ist ganz gut, wenn man da sich relaxed zurückziehen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt auch mit den ganzen Terminen, jetzt eben gerade von Stuttgart nach München und dann bin ich dann in München unterwegs, dann morgen früh geht es wieder in die Schweiz, ein Tag in der Schweiz, dann geht es wieder zurück nach Leipzig. Es ist also immer wieder irgendwas los und ich bin unterwegs und bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich unterwegs sein darf. Und wem es jetzt langweilig ist beim Regen, schaltet einfach auch das Video einmal, wenn es ein zweites Leben gibt. Das ist gerade erschienen auf Ich find Schlager toll. YouTube-Kanal könnt ihr das finden. Würde mich sehr freuen. Oder ich habe ja noch was. Frank, wusstest du eigentlich auch, dass ich jetzt unter die Köche gegangen bin? Ja, das war ja genau der Moment, Moment, Wusstest da habe ich doch du auch noch das was schon? vorbereitet. Da habe ich doch auch noch was Ja, vorbereitet. nur nicht, dass ich dann schon auf, oh, guck schon wieder das Cover. Nur nicht, dass ich dann schon auf dem Zug bin, wenn ich Nee, ankomme. wir haben ja auf Mallorca auch darüber gesprochen, Ja, dass was eben, und jetzt kommt. ist es da. Und ich bin so froh darüber, und zwar nicht aus dem Grund, weil ich jetzt ein Kochbuch machen wollte, weil ich bin jetzt nicht die Spitzenköchin, das ist mir natürlich bewusst. Und es ist auch nicht so, dass ich unbedingt ein Kochbuch hätte machen wollen, aber mir kam das alte Rezeptbüchlein von meiner Oma in die Hände. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich von meiner Oma aus Winterlingen, dass sie diese Geheimrezepte, die sie da reingeschrieben hat, noch von Hand mit Bleistift und so, wenn ich diese Rezepte nehmen darf und veröffentlichen darf und dann auch noch die Rezepte von meiner Mutter, also so wie ich groß geworden bin mit den Gerichten, die wir immer gegessen haben und auch heute immer noch essen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ein Kochbuch mache. Und meine Mama hat wirklich mitgeholfen, das zu machen. Die musste ja wirklich ran, meine Mama, weißt du, das ist ja nicht, Okay. ich meine, die musste dann wirklich sagen, wie man die Sachen kocht. Guck, hier zum Beispiel, total lecker. Brettschnitte, Okay, sieht gut also aus. ja, das sieht toll aus, oder? Oder die Stünkuttute von meiner Mutter. Du musst mal gucken, wie stolz sie ist auf ihre Stünkuttute. Ich habe so Freude an diesem Bild. Sie hat ja wirklich alles mitgemacht, gell? Also die hat alles gekocht, alles Wahnsinn, ja. nachgeguckt, wie viel sie da reintut. Weil das ist natürlich eine spontane Köchin, meine Mutter, ist Ja, ganz klar. klar. Und da hat sie alles mitgeholfen zu machen, jetzt habe ich so Freude. Es sind 49 Rezepte und bei jedem Rezept steht, wann wir das gegessen haben, warum wir das gegessen haben, wer hat das gekocht damals und so. Also es ist eigentlich ganz viel Familiengeschichte drin und noch ein paar Rezepte so quasi. Also mehr eigentlich Familiengeschichte als Rezepte und es macht Okay. echt eine große Freude. Also, was wir ja auch auf Mallorca schon angesprochen hatten, wenn es irgendwie möglich ist, dann wird man noch mal eine Folge mit dir machen und versuchen, da ein paar Rezepte mal vor Publikum oder wie auch immer, da organisiere ich dann was nachzukochen. Unbedingt. Ne? Ja, das machen wir Da unbedingt. müssen wir Also mal das ist schauen, wie wir einen Termin noch finden. Denk mal, der Herbst, der ist ja lang und der Herbst bietet sich da hervorragend an. Ich freue mich sehr. Ja, nein, unbedingt. Also es ist ja auch Und das ganz Kochbuch einfache für, Küche. genau, und das Kochbuch für die Zuschauer, das ist ja das optimale Weihnachtsgeschenk. Und die CD obendrauf. Und die CD obendrauf, auf jeden Fall. Nein, es sind alles einfache Rezepte, schnelle Rezepte. Meine Mutter hatte nicht Zeit, da stundenlang in der Küche zu stehen. Darum, Frank, auch wir zwei kriegen das hin, auf jeden Denke Fall. ich auch. Zur Not bringt deine Mutter mit, dann kann sie uns noch mal ein bisschen sozusagen Genau, kann sie mit uns noch Rat und Tat zur anleiten. Seite stehen. Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall. Das würde mich sehr freuen. Also ich bin Wunderbar. jetzt noch ein bisschen unterwegs. Ich freue mich auf ganz viele Sachen. Sehen wir uns bei der Starnacht in der Wachau? Nein, das werde ich nicht ganz schaffen. Wird nicht. Leider nicht. Okay. Und dann bei der Silvestershow, die große Silvestershow, mache ich ja wieder Die mit findet wieder Hans statt Siegel. in Ja, Offenburg, in gell? Offenburg, genau. Ja. Zeichnen wir auch auf am Anfang November. Dann geht es auf Weihnachtstournee. Da bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Ich freue mich sehr. Mit Maximilian Arland bin ich unterwegs. Und also da freue ich mich echt drauf. Ich liebe ja Weihnachten, du weißt. Darum war ja auch der Titel. Und von Genau. daher, da kann ich es dann wieder krachen lassen. Also es wird mir nicht langweilig, aber ich freue mich aufs Kochen mit dir. Sehr schön. Ich mich auch. Du weißt ja, wir haben ja schon mal Weihnachtsbäckerei zusammen gemacht, aber damals noch ohne Video. Da waren wir noch nicht so weit. Aber das war auch eine ganz tolle Geschichte, die wir da umgesetzt haben. Genau.
Auf jeden Fall. Nein, ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich nach 25 Jahren immer noch diesen Traumberuf machen kann und dass ich einfach immer wieder zu Gast bin bei Leuten und sagen darf, was ich so mache im Moment. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Bitte gerne, liebe Frau Sien, wie gesagt, zum Jubiläum auch dir nochmal alles, alles Gute und Vielen jetzt Dank. eine gute Weiterreise. Komm gesund und munter wieder an deinen nächsten Zielbahnhof an. Vielen Dank. Lass es dir gut gehen und viel Erfolg mit dem neuen Produkt. Ja, danke dir. Euch auch alles Liebe, gute Gesundheit und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo irgendwann wieder. Auf alle Tschüss. Fälle. Bis dann. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.